da ist der Typ. 9 Stunden haben wir noch Zeit, also ging ja doch relativ schnell. Die Synthese verbraucht ja dann wohl nur eine Stunde oder so. So, hier habe ich deine Waffe. Du hast die für mich auch, dankeschön. Ist ein seltenes Item, aber ich gebe es dir trotzdem. Nutze es klug. 3 Ingots, oh, die sind gelb, das heißt, die haben Super Trades. Gucken wir direkt mal nach. Ne, keine Super Trades. Und ist Schrott, von wegen seltenes Item. Das hat sich nicht gelohnt. Das hat sich also wirklich gar nicht gelohnt. So, jetzt ist da unten noch ein Fragezeichen. Das ist so dicht dran. Das ist Silo. Kommen wir da von hinten dran? Hallo. Das ist eine Rutsche, ne? Kann man so nicht ran. Können es mal testen mit hier. Na, kann man auch nicht. Okay, hätte ja sein können. Das heißt, wir können später, wenn wir in dem Silo waren, hier wieder runterrutschen. Da gibt es sogar was zu sammeln. Und das ist das andere Fragezeichen. Oh, ist das heiß hier. Ja, so weit drin war ich auch noch nie zuvor. Es riecht nach neuen Materialien. Aber schaut, selbst von hier können wir ein bisschen was abgreifen. Es sieht nicht so aus, als ob wir da tiefer reingehen könnten. Deshalb sammeln wir einfach mal das, was wir kriegen können. Ja, und jetzt wollte ich gerade... Achso, das war Schlüsselzeit. Gathering up mit dem Hammer. Also Gathering Quality up. Muss ich dafür jetzt ausrüsten? Habe ich irgendwie gerade gar keine Lust. Mal gucken. Genau, das war hier nämlich gar kein Sammelort. Aber hier. Fairyhorn Adornment und Large Bone, ja, kennen wir beide schon. Wir können gleich nochmal richtig sammeln mit Hammer und so. Oh ja, da kommen wir nicht weiter. Okay, also absteigen. Kann ich jetzt den Schlüssel ausrüsten? Das ist gut. Symbol of Concentration, weiß ich nicht. Den mal weg. Und stattdessen Gathering up. So. Okay, da gibt's das. Ja, es begeistert mich jetzt nicht. Mal gucken, wie hoch war die Qualität jetzt.
96, Rang C, trotzdem nur 1er Element wert. Das ist halt schade. Aber die Qualität ist schon gigantisch. Kann ich nicht meckern, wirklich nicht. Na, ich bleib hier mal bei Hammer. Da auch, komm. Und die Säulen, was war das? Bleib ich auch bei Hammer. Vielleicht kriegen wir da mal einen Dreier Nektar Rock. Okay, wir haben gesammelt, was wir konnten. Hinter diesem Felsen ist wahrscheinlich noch viel mehr. Aber wie kommen wir denn da durch? Hatte ich da nicht bei unserer Pfeife für die Tiere irgendwie was gesehen, dass Tiere denn besser durch Felsen können? Jetzt mal 300 SP dafür, ja, ist wunderbar. Ich mach trotzdem mal ein paar Sachen kaputt. So, kommen wir hier irgendwie durch Felsen? Sie hat gesagt, durch die Felsen durch. Aber da dann, ne? Da wollen wir hin. Wahrscheinlich können wir das noch gar nicht. Oder wir brauchen ein anderes Tier oder so. Es gibt bestimmte Tiere, die da durchkommen. Ich drück hier ein paar so Knöpfe, aber... Ne, das bringt's nicht. Nochmal graben. Gut, das heißt, sind wir jetzt Fragezeichen technisch hier auf Stand. Eins fehlt halt auf der rechten Seite noch. Wobei, das ist auch riskant, was ich hier mache. Ich sehe gerade, hier ist noch. So, mal eben machen. War das jetzt alles? War das eine Quest oder? Ne, ist noch mehr. Hä? Oder sollen wir was anderes sammeln da? Keine Ahnung, warum war da jetzt so ein Quest-Symbol drüber? Okay, ich sammle hier nochmal einen Schlüssel ein und gehen wir mal zum letzten Fragezeichen. Symbol der Konzentration. Keine Ahnung, was das macht. Also warte mal, da ist unterirdisch das Monster, da kommen wir gar nicht weiter. Hier kommen wir vielleicht weiter. Achso, und genau, ich habe gesagt, es ist riskant, was ich mache, weil ich erst mein Zeug sichern wollte im Atelier. Es kann ja jederzeit wieder sein, dass wir angegriffen werden. Und dann wieder die Hälfte von unserem Zeug verlieren. Oh.
お、どこ行く?ここがいいな。水晶の採掘をしていた洞窟です。私が生まれる前からあるんですよ。 So, an meiner linken Wand lang. So, hier ist jetzt die Frage, wollen wir da wirklich links? Ja, wir müssen da links, damit wir da rüberkommen. Und dann versuchen da weiter. Oder hier ging es doch nicht, ne? Kann auch sein, dass wir hier noch nicht hinkommen können. Und warte mal, ich mach das mal so. Dann fliehen wenigstens die Monster vor uns. Entweder da, ja doch, da links auf jeden Fall. Ach, das Monster, das hat auch wieder seinen Rollator ausgepackt, ne? Aber da kommen wir auch nicht weiter. Wie wollen wir da hin? Also denn doch da? Also wir sehen ja, wir sind ja an dieser Übergangsstelle, da geht's nicht. Und da unten ging's, meine ich, auch nicht. Das Bossmonster ist weg. Ach genau, hier ist noch ein Schlüssel nötig. Haha. Oh, und ich hab den Schlüssel. Ach so. Da sieht man auch immer ganz bei diesem Schlüssel Details in der obersten Zeile Barrier Attribute. Also für welche Farbe ist der Schlüssel gut? Und da sehen wir halt hier Feuer. Okay. Oh, nicht beep beep beep, ich hasse es. Lass mich einfach in Ruhe. Ich steig jetzt auf. So, ich will aber nicht nur aufsteigen, ich will ja auch sammeln. Boah, das war unklug. Mit dem Stab. Weil damit kriege ich ja mehr mit den anderen Werkzeugen. Ups. Den sollen wir umhauen? Ja, warum nicht? Na, der kann nix. Wir sind jetzt bei 50%, das lassen wir mal schön. やったね、レイカさん。どうだ。やったね、レイカさん。冷たいのもいいかな。暗い。暗い。クリスマス。終わりだ。始めるよ。大盤振る舞いよ。
Auto Heal XS. Okay. Nächster Fight. Abgreifen. Ice Conversion XS. Symbol of Firmness XS, also keine guten Schlüssel hier. なれるぜ。強くなっちゃったみたい。この調子で行こう。 1500 Kohl ist okay. Und hier sind wieder, ich guck noch mal wegen Quest Item. Das muss ja irgendwo hier drin stehen, wahrscheinlich ach so bei diesen, ne? Nee. Fünf Feenstein Fragmente müssen wir sammeln. Ja, aber... Hä? Das ist aber Heiliger Stein, das ist das nicht. どんな素材も無駄にならないからね。あ、ライザなら有効活用してくれるよね。
Da kann man durch. Da oben nochmal mit dem Band weiter. Gehen wir erstmal hier durch.石は重さるし、重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。それ。石は様々な用途に使えます。集めておきましょう。Okay, das war doch die Quest to where the railroad leads. Und da wurden alle Objekte aufgeführt, die potenziell Feensteine beinhalten könnten. Okay, ich gehe. Das ist eine Sackgasse. Komm, dann gehen wir einmal kurz gucken. Mal was Spinnenweben. Oh, da gibt es diese Marienkäferartigen. Die finden wir ganz, ganz selten nur. Und hier können wir jetzt Quecksilber bekommen, also Liquid Metal. Ja, da gibt es halt nichts Gutes. Na, leider kein Marienkäfer. Immer noch kein. うちの実家にもよくわからん美術品が大量に飾られてるんだよな。 Eine Soulflower. Mal gucken, was diese Soulflower so drauf hat. Qualität 80 und Destructive Plus mit 10 und Critical Plus mit 10. Das ist schon nicht schlecht, wenn wir die nächste Kategorie Bomben bauen wollen. Warte, war schon wieder Random Quest? Alle Schimmel und Material sammeln für 50 SP in die Kanzel knicken. Dafür gehe ich dann nicht in die Monsternähe. So, und jetzt war noch irgendwo was mit Band da oben. Oh, Zettel gibt's hier. Also Magical Tomb Piece, okay. Da haben wir wieder so eine mysteriöse Tür. Oh, das ist auch sehr gut. せーの。珍しい痕跡があるっていうなら武器の素材にもなったりしないか。どうでしょう。あまり武器が多くないので、私の方で作れそうなら作ってあげよう。 So, hoffentlich kommt nicht wieder ein Monster.
Hier kommen wir jetzt durch. Wirklich? Warum die jetzt funktionieren, frag mich nicht. Ich find's okay. Will hier links aber auch noch mal eben kurz gucken. Geht's bestimmt nicht mehr weit, ne? Genau. Ich gehe mich erstmal zum Fragezeichen. Auch kommen Allstats ab, es ja brauche ich auch nicht. Das sieht nach Bosskampf aus. Da gehe ich erstmal mein Zeug ab. Dann können wir da mal reingucken. Raisa-san, ein bisschen ist gut. ここでよろしい。水晶の採掘をしていた洞窟です。私が生まれる前からあるんですよ。 Ja, vielleicht später mal, oder momentan ist hier alles... Warte mal, aber hier ist eine... Ah, ein Tier, was uns irgendwo hinführen will. Das gucken wir uns dann mal an. Nein! Warum? Wie komme ich hier wieder raus? Oh. Okay. Da ist eine Truhe. Okay, dann müssen wir das wohl besiegen hier. めちゃくちゃ。ライザ、お願いするね。はっ。ライザ、頼んだ。わ、水道を上げる。せい。はっ。せい。熱いのを上げる。とどめだ。今なら鍵が作れるかも。 ライザ、はっ。終わらせる。行くぜ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。さあ。さあ。いや、次のアピール。ライザ、行けた。いや、どうだ。 Dann gucken, ob ich schon Schlüssel kriege. 75 nehmen wir noch nicht. Oh,
Nicht kaputt hauen, Land. Willst du Schlüssel von dem haben? 75, naja, okay, komm, gib her. Ice Conversion XS, wieder nur Schrott. Das war der super Angriff. Und direkt nochmal hinterher. Das kostet mich 10 Action Points, aber ist egal. Dann kann ich, kann ich Tao nochmal heilen. Valent geht gleich K.O. Und direkt nochmal heilen. Symbol of Vitality. So, Schatztruhe. Ein Goldcoin, das ist wertvoll. Oh, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich wollte nur das Loot abgreifen. Und wir hatten ja eben schon den Kampf. Ich muss jetzt nicht 5 Kämpfe machen, weil ich hier einen Raum mal looten will. Also jetzt für das Loch. Sonst, na, da hinten, hier genau gegenüber, da müssen wir noch einmal hin. Ja, jetzt haben wir mal einen 7 Stars. Also einen Marienkäfer. Und direkt noch einen. So eine Truhe. Hallo. Truhe. Wir sind Full Scream und 1000 Kohl. Ja, sag ich nicht nein. Ich war Samasama Nayoto nicht Skymas.
Oh, hier ist noch was. Noch eine Truhe. Klares Wasser. Das ist aber gut versteckt. Das muss ein leckeres Wasser sein. Okay. Ich denke, das reicht dann mal. Wir sind jetzt hier durch. Die eine Sache, die wir noch machen können, ist diesen Typen zurückholen. Der hier. Was wir nicht geschafft hatten. Aber, nee, komm. Dann würde ich lieber nochmal Ausrüstung bauen. Erstmal, bevor wir das angehen. Kann sein, dass wir es mit Schlüsseln schaffen. Muss aber auch nicht sein. Na gut, ich will nochmal eben gucken nach dieser einen Quest da. Achso, Statium delivern, ja. 10 Stück brauchen wir davon, okay, das dauert lange. Den Worker. Der Person folgen, dem das Zelt gehört. Okay. Wo war das bitte? Lost and Found. Das würde ich dann nochmal eben machen. Das ist da. Oh je. Ein weiter Weg. Ich vermute, von hier komme ich am einfachsten dahin. Hier ist zwar das kürzeste. Ah, da habe ich eine Zipline. Genau, ich nehme da die Zipline. Super. Wenn ich sie finde. Ich kann auch nochmal hier einen Schlüssel organisieren. Ich weiß halt nicht mehr, was ich hier bekommen habe. Theoretisch muss man sich das alles aufschreiben. Also es steht ja nirgends. Später diesen Schlüssel, den ich jetzt gefunden habe. Ach doch, da sehe ich. Genau, ich sehe zwar, genau, den finde ich am Mine Rest House. Aber wenn der Schlüssel mal verbraucht ist, dann steht nirgends mehr, wo ich den wiederbekomme. Also bevor der komplett verbraucht ist, muss ich mir irgendwo notieren, dass ich den nochmal wieder haben will. Also bei den guten Schlüsseln muss ich mir wirklich mal notieren, wo ich die herkriege. Gut. Zipline ist hier unten. Ich weiß gar nicht, warum wir das letzte Mal nicht gemacht haben, dieses Lost and Found. Ich kann mich noch dunkel an den Typen erinnern. Ja. Hey du, was machst du denn da drüben? Oh, Abenteurer. Ich habe nur nach etwas gesucht. Ganz alleine? So tief im Wald? Ja, ich war eigentlich Teil einer Gruppe von Menschen. Aber dann habe ich meinen Anhänger fallen lassen. Meine Freundin hat ihn mir gegeben. Wenn ich der erzähle, ich habe den verloren, dann wird sie so angefressen sein. Und deshalb suchst du alleine hier im Wald rum? Das ist ziemlich mutig, um nicht zu sagen ungestüm. Ja, ich mache mir halt Sorgen, dass das ein Trennungsgrund sein könnte.
Ich verstehe. In diesem Fall helfen wir, dir danach zu suchen. Jede Wette, ein Monster hat diesen Anhänger. Es ist wirklich gefährlich, allein hier rumzulaufen. Naja, es ist nicht zu spät, jetzt umzukehren. Jetzt, wo wir deine Geschichte kennen, würde es sich auch falsch anfühlen, wenn wir einfach gehen würden. Ach, das meint ihr ernst? Ja, danke schön, Leute. Es müsste hier irgendwo rumliegen, wo ich es habe fallen lassen. Ich verlasse mich auf euch. Wir folgen mit einem See. Gut, dann nehmen wir die Zipline. Wenn ich irgendwo da. Achso, das ist ja gar kein See. Sieht ja nur so aus. Die brauche ich nicht. Oder? Ja, doch. Nimm den mal mit. Hallo? Das erzielen. Noch nächste Random Quest. Monster besiegen. Ja, ich will erst das mit dem Anhänger machen. Das ist wichtiger. Das sieht immer so imposant aus, dieser Stein. Ist er aber nicht. So, was mit dem Baum hier? Sind die Sachen wieder... Komm, ich nehme mal Blitz mit. Und hier irgendwo müsste er sein. Irgendwo in dem Kreis. Ich will aber nicht alle Monster killen, um zu wissen, ob eins davon diesen Anhänger gefressen hat. Da ist so ein Fass und da sind ganz viele Monster drum. Das ist unser Quest-Item. Ja, ich sehe es ja schon. Es ist ja markiert. Okay, okay. Das war ja auch zu erwarten. Oh wei, die teilen wieder aus. Ne, warte mal, ich mach jetzt mal Key Action. All Stats up, ja. So, jetzt kann ich mal noch heilen. Ich habe nicht genug Punkte. Bitte nicht Lem töten. Nicht Lem töten. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Was ist denn los? Ich muss nochmal Key Action sagen.
CC Boost, ja. Oh Gott, einer von den beiden wird jetzt gleich sterben. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was mit los ist. Total letzte Aktion hier. Ich habe keine CC, um ihn zu heilen. So, nochmal Key Modification, nochmal mehr CC. Und Tau heilen. Dann Land heilen. Dann Tau heilen. Fail, scheiße. Ah, nur ein Gegner, wunderbar. So, Lend nochmal heilen. Skill Charge XS. Immer noch. Also platt. Okay. Und das war der erste. Das war der erste von denen. Ich werde wahnsinnig. So, Key Modification. Ich nehme nochmal CC Boost. Dankeschön. Nächster Schlüssel. やったな、ライザー。
Ostas Ups XS. Okay. Ja, noch ein Gegner. Also ich muss Schlüssel nehmen, jetzt wenn wir Technik Level 2 haben, wunderbar. Sicher, sicher. Oh wei, oh wei, oh wei. Muss ich jetzt auch noch einen Schlüssel nehmen? Kriegst du uns nicht beide Leute geheilt? Das Beste am Schlüssel ist, dass man ja dauernd dran ist. Symbol auf Omnipotenz S immerhin. Aber das ist schon mächtiger, der Schlüssel. Das war's. Okay. Nur aber. Ein Feenstein-Anhänger. So, dann können wir wieder zurückgeben. Kann ich die Zipline in eine andere Richtung benutzen? Muss mich auch beeilen. In 4 Minuten beendet sich die Aufnahme automatisch. Ich bin wieder falsch. Und ich würde die Quest halt gerne noch abschließen. Da ist die Zipline. Und dann können wir nächste Folge nämlich noch ein bisschen wieder was basteln. Bessere Ausrüstung ist da mal dran. Wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Ich werde noch ein bisschen Mixing Oil vorher herstellen, dass wir ein paar Gems haben. So, hier ist dein Anhänger. Hast du ihn gefunden? Ja, bitteschön. Ist der prima? Oh, der ist es. Du hast meinen verlorenen Anhänger gefunden. Dankeschön. Jetzt schulde ich dir was. Und zwar was Großes. Jetzt kann ich endlich friedlich nach Hause zurück. Ja, pass aber auf, dass du ihn nicht wieder verlierst, okay? Das schwöre ich bei meinem Leben. Wie kann man schwören, etwas nicht zu verlieren? Kann immer mal passieren. Okay, ja, dadurch, dass ich jetzt hier fertig bin, könnt ihr einfach das nehmen, was in der Hütte ist. Ich brauch's nicht mehr.
Jedenfalls, man sieht sich. So, 300 SP und Truhen. Eine Eisbombe. Und einen trockenen Keks. Und, das wäre noch nicht alles, ein Kriegspulver. Das hat sich doch mal richtig gelohnt als Quest. Gut, dann schnell zurück zum Atelier, alles verstauen. Also sonst ist ja hier in die Hütte, selbst kommen wir nicht rein. Ne? Also die Sachen extra noch nach draußen transportiert, damit wir das looten können. Das ist echt nett von ihm. Jo. Dann Sachen in Sicherheit bringen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also bis dann, macht's gut. Tschüss.